Brüder und Schwestern, der heutige Sonntag lädt zum Nachdenken ein, wie eigentlich jeder Tag. Man sollte jeden Tag ein bisschen nachdenken, schadet nicht, hat immer meine Oma gesagt. Aber die Texte, die wir heute gehört haben, sind besondere, weil sie erzählen von einer Sache, die uns allen irgendwie zuteil ist. Das passiert uns immer wieder, besonders wenn wir in der Nachfolge Christi stehen. Von den Versuchungen, die kommen und gehen. Wie ist es mit diesen Versuchungen, habe ich mich selber gefragt, weil bei mir ist es nicht so wie bei Jesus oder wie bei Adam und Eva, dass der Satan zu mir kommt und mir irgendetwas erzählt, wie ich es dir jetzt erzähle. Also solche Erlebnisse habe ich nicht. Und ich kann mich erinnern, als ich so 15, 16, 17 war, da hatten wir in unserer Jugendgruppe auch zwei Freundinnen, die waren ein Leib und eine Seele, so wie es in diesem Alter ist, also alles gemeinsam und überhaupt die große Liebe, ne? Also das ist halt so in diesem Alter. Und eine von denen, die war sehr darauf aus, dass sie gute Noten bekommt, Erfolg hat, und die war echt ziemlich gescheit. Die andere war ganz normal. Und eines Tages hatte die ambitionierte Geburtstag und ihre beste Freundin kam zu ihr und wünschte ihr alles Gute, Gottes Segen, dass sie immer behütet ist, dass sie klug ist, dass ihr alles gut gelingt. Und das saß ziemlich. Weil sie so ambitioniert war, hat es sie sehr getroffen, dass ihre beste Freundin ihr Klugheit schenkt. Die hat sich nichts dabei gedacht. Aber die eine hat es wirklich getroffen. Und was hat sie gemacht? Das, was sehr viele von uns auch in den Versuchungen machen. Sie ist damit fast eine Woche lang rumgegangen und hat sich gequält und war gekränkt und wollte mit niemand reden, was los ist. Bis sie es nach einer Woche rausgespuckt hat und dann hat sich das alles erledigt. Da war eigentlich keine Kränkung beabsichtigt. Und trotzdem, eine Woche lang war es ihre Lebensmitte. Und ich glaube, das ist das, was der Teufel mit uns sehr oft macht. Weil die meiste Zeit, die du sprichst in deinem Leben, sprichst du mit dir selber, in deinem Kopf. Das tue ich auch. So viele Gedanken, besonders wenn etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte, wie man sich das vorgestellt hat. Da rattert's oben wie verrückt. Warum hat er das so gemacht? Was war seine Absicht? Warum hat sie mich gekränkt oder mich so angeschaut? Oder warum ist es mir nicht gelungen? Gibt es da vielleicht eine Verschwörung? Leute, die mir nicht wohlgesonnen sind, die meinen Untergang wollen. Und es geht weiter und weiter und weiter und nimmt kein Ende. Und der Feind weiß es, dass wir so gestrickt sind. Und das Beste, was der Teufel machen kann, damit wir untergehen, ist, uns in Ruhe zu lassen. Und vielleicht irgendwie andere dazu anzustacheln, dass da ein Stolperstein ist. Und das reicht. Mehr braucht's nicht. Und wann kommt er? Naja, wir sehen es anhand der Lesungen, die wir gehört haben. Adam und Eva sind im Paradies, also besser geht's nicht. Da kommt der Böse. Jesus ist in der Wüste, schlimmer geht's nicht. Der Teufel kommt auch zu ihm. Also du bist nirgendwo davor irgendwie in Sicherheit. Ja, wie kann man dann als Christ damit umgehen? Also in der Fastenzeit hast du dir sicher irgendwas überlegt, vielleicht auch etwas vorgenommen, auf etwas zu verzichten und so weiter. Und das ist schwierig manchmal, besonders wenn man nicht so fastet wie viele heutzutage, dass man schlanker wird zum Beispiel, sondern weil man Gott etwas geben möchte. Da kommen wirklich Anfeindungen und es ist nicht so einfach. Und diese Versuchungen, die sind da. Kleine, große, bunte, graue, egal. Die sind einfach da.
Und als Christen haben wir auch einen Weg aufgezeichnet bekommen, wie wir damit umzugehen sollen. Und das macht Jesus. Das macht Gott. Weil wir sehen es anhand dieses Dialogs Jesu mit dem Teufel. Der Teufel kennt die Bibel gut. Also Bibel lesen ist gut, weil Jesus kennt sie auch, aber es reicht nicht aus. Weil dass du bibelkundig bist, das ist die Grundlage für deinen Glauben, sollte es sein. Aber das garantiert dir nicht, dass diese Gedanken in deinem Kopf aufsteigen. Und das, was Jesus macht, ist etwas ganz Einfaches. Also es sind zwei Schritte. Der erste Schritt ist, dass Jesus einfach sieht, das ist nur eine Versuchung. Und ich entscheide mich für etwas anderes. Das ist eine Entscheidung, die Jesus trifft. Das ist nicht das, was ich will. Wenn du zum Beispiel von jemandem gekränkt bist, dann liegt es an dir, ob diese Kränkung der Mittelpunkt deines Lebens ist oder nicht. Das ist deine Entscheidung, ob du es zulässt, dass dieses Schlechte dich bestimmt, dass die Sünde des anderen vielleicht dein Leben bestimmt oder deine eigene, egal. Wir sind nicht dazu berufen. Das ist aber nur der Anfang. Was soll man dann tun, wenn man sich so entschieden hat? Was kommt danach? Das sehen wir sowohl bei Jesus wie in der Geschichte über den Fall der ersten Menschen. Was macht Gott eigentlich für Adam und Eva? Womit beschäftigt sich Gott seit Anfang an? Also als er sie erschafft und auch diese Welt, sagt Gott nicht, naja, da gibt's einen kleinen Mängel, das könnte man besser machen und da hast du Mist gebaut und so weiter und so fort. Nein, nein. Gott beschäftigt sich mit dem Guten und nur mit dem. Das klingt jetzt wie billige Psychologie, aber es ist so. Wenn du dich mit guten Dingen beschäftigst, beschäftigst du dich mit den schlechten nicht. Also dazu muss man kein Genie sein. Aber man vergisst es sehr oft im Alltag. Und die Bibel erinnert uns daran, Gott ist einer, der sich ausschließlich mit dem Guten beschäftigt. Ihn interessieren deine Sünden, die Sünden der anderen und das Schlechte in der Welt nicht im Geringsten. Die Verletzungen, die daraus kommen, das interessiert ihn schon, weil er Mitleid mit uns hat. Aber das Schlechte in dieser Welt, das sieht Gott gar nicht. Das ist eine Frage, wo du dich fokussierst. Auf das Schlechte in deinem Leben, auf das Schlechte in deinem Bruder, in deiner Schwester, der neben dir ist, die dich vielleicht kränken oder dich verletzen oder sonst was, oder auf das Gute. Und dasselbe macht Jesus, wenn er versucht wird. Bei ihm ist es ein bisschen anders als in der Geschichte von der Erschaffung der Welt, aber es ist ähnlich. Das, womit sich Jesus in der Wüste beschäftigt, was macht er in der Wüste? Er fastet und betet. Warum? Naja, er will nicht schlank sein. Steht nicht in der Bibel. Vielleicht war es auch einer seiner Ziele, was ich nicht vermute, aber könnte sein. Aber das war nicht sein Anliegen, als er gefastet hat. Man fastet, damit man Gott näher kommt. Das ist so eine ganz allgemeine, nicht besonders religiöse, aber doch irgendwie Definition des Fastens. Trifft eigentlich auf alle Religionen zu. Ist nicht christlich genuin. Und er betet, er spricht mit seinem Vater. Womit beschäftigt sich Jesus in dieser Wüste? Mit sich selber? Damit, dass der Magen knurrt
oder dass die Jünger so dumm sind und ihn nicht verstehen wollen, oder dass die Pharisäer so böse sind, obwohl sie die Bibel kennen. Sollten sie es besser wissen, sie wollen es nicht kapieren. Beschäftigt sich damit Jesus? Davon wird nichts berichtet. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass Jesus gefastet und gebetet hat in dieser Wüste. Und dieses Gebet ist das vertrauensvolle Gespräch Jesu mit seinem Vater. Das kennen wir aus anderen Stellen in den Evangelien, wie Jesus betet. Voller Vertrauen. Und aus dieser Beziehung heraus, aus dieser Beschäftigung mit dem Besten, was es gibt, also die Theologie sagt, Gott ist das wahre Gut. Das sagt auch der heilige Franziskus, er hat sogar sein Gebet geschrieben oder gesprochen, das wurde aufgeschrieben. Du bist das einzig wahre Gut, du bist das Gut selbst, du bist der Beste. Etwas Besseres gibt es nicht als Gott selber. Damit beschäftigt sich Jesus und nur das bestimmt sein Leben. Kannst du dir das vorstellen, dass dein Leben sich nur um Gott dreht? Ich sage nicht, machst du es so, aber kannst du dir das vorstellen? So sollte deine Nachfolge aussehen und nicht anders. Und die Fastenzeit soll uns dabei auch helfen, mit diesen Versuchungen umzugehen, auch zu sehen, dass es sich in diesen Versuchungen nicht so sehr um den Satan, um die anderen dreht, sondern sehr oft dreht sich alles nur um mich. Damit wir aus uns herauskommen können. Deswegen diese Empfehlung der Kirche in der Fastenzeit, drei Dinge zu tun. Zu fasten, zu beten und Almosen zu geben. Die drei Dinge soll man tun. Das Herz auf Gott öffnen, mit ihm reden und dann den Bruder und die Schwester neben mir zu sehen. So einfach ist das. Und die Fastenzeit ist eine Schule, in der man sich üben kann, das zu tun. Und so sollte eigentlich unser ganzes Leben aussehen. Fasten, beten, Almosen geben. Klingt ein bisschen abgehoben, besonders dass der Teil mit dem Fasten. Beten und Almosen geben geht noch, ne? Aber das ganze Leben lang fasten, Fasten ist etwas ganz Einfaches. Darauf zu verzichten, was dich von Gott trennt. Und manchmal ist es das Essen, manchmal ist es etwas anderes. Übe dich darin. Das ist die beste Gelegenheit, die du hast. Und wenn du dann am Ostern ziemlich ausgehungert bist, so wie Jesus, es wird ganz am Anfang berichtet, er bekommt einfach Hunger nach diesen 40 Tagen des Fastens, Hunger auf mehr, dann bekommst du auch mehr. In der heiligen Woche bekommst du all das, wonach du dich sehnst. Aber das ist deine Entscheidung. Ob du den Versuchungen erliegst, ob du dich mit ihnen beschäftigst oder du deinen Blick auf etwas ganz anderes fokussierst. Gott lädt dich dazu ein, eine Entscheidung zu treffen. Nicht morgen, heute.